Und damit herzlich willkommen zu meiner Review zu One Piece Chapter 864 und das mal am einen Dienstag mal wieder. Ja, letzte Woche erschien ja kein Chapter wegen, ich meine, das war wegen der Golden Week, meine ich, oder? Bin mir nicht sicher, ich glaube auch schon. Darunter hinaus muss ich sagen, also dieses Kapitel hier war mega krass. Also, was ist die Definition von krass? Ich meine, es war witzig, krass, geil. Ne? Ich meine, Brook hat mich mal wieder richtig hier zum Lachen gebracht, okay? In so einer verdammten Lage. Kommen wir mal eher auf die Cover-Story-Page. Also, da gab es wieder eine neue Cover-Story-Seite. Also, mal wieder eine kleine Geschichte. Ich denke mal, die geht nämlich, wie es auch hier steht, über die, die Flotte von Ruffy, also von Ruffys Allianz. Also, zuallererst beginnt das nämlich hier mit, die von Cavendish. Und da hat man, sieht hier nämlich sein Schiff mit den, mit seinem Pferd natürlich drauf an sein Schiff. Und da ist dann die Flagge von Ruffy drauf, da merkt man halt, dass er die Allianz beigehört, ne? Und das finde ich so richtig geil und das von jedem zu hören. Ich meine, klar ist das nichts Krasses, aber ich finde das ist richtig schön mal zu sehen, wie das dann aus bei jedem so aussieht vom Schiff. Und die haben dann immer die Flagge von Ruffy dann da oben drauf und das ist einfach mega geil. Denn Ruffy hat wirklich Monster in seiner Gruppe, das weiß man und das ist einfach so möglich. Trotz allem bin ich sicher, dass keiner von denen zu Big Mom auch Ruffy helfen würde, denn das bräuchte man erstmal gar nicht. Also, trotz alledem, nette Cover-Story, freue mich schon auf die nächsten. Gehen wir mal weiter auf jeden Fall zum Punkt, genau. Denn wir haben ja gesehen, dass Brook nämlich verkleidet als Ruffy mit so einem richtig geilen, mit so einer richtig geile Fratze, dieses Foto von Karamell kaputt gemacht hat. Und das war richtig nice gemacht, meine ich. Und Big Mom hat das natürlich mitbekommen, dass Brook das kaputt gemacht hat. Denn Big Mom hat natürlich auch noch mitbekommen, auf einmal, es war Brook, denn die hat sich auch immer gewundert, warum Brook überhaupt noch da war, ne? Alle fragten sich, alle guckten so, der macht sein Gesicht da kaputt von Ruffy und dann kommt auf einmal sein Skelett da, so ein Skelett raus, ne? Und alle, oh Mann, das war einfach so witzig, als dann Brook dann gesagt hat, das war mein richtiges Gesicht. Also, da muss ich sagen, in so einer Lage, ne, und dann so witzig zu sein, das ist einfach mega geil, ne? Und dann fragt nochmal Big Mom, ich dachte, Soul King, ich dachte, du wärst gestorben, ne? Und Brook dann, ja, schon so langer Zeit, Alter. Ich meine, diesen Humor, ne, das ist einfach, Brook ist einfach hier der Beste geworden, also, das ist so geil. Ich meine, Brook ist der mit dem Humor, das ist so Hammer, Mann, ne? Trotz allem sehen wir natürlich, wie eben Katakuri eben nichts machen kann, denn er hat nämlich wirklich gesehen, wie schlimm es in Wahrheit da richtig aussieht, denn darauf kommen wir nochmal später zu, denn hier merkt man natürlich, dass Pudding eben Sanji die ganze Zeit mit ihrer Pistole die ganze Zeit abknallen will und Sanji die ganze Zeit ausweicht, denn war auch logisch, dass es so passiert, denn warum sollte Sanji sich auch erschießen lassen, ne? Denn natürlich, Pudding ist immer noch der Meinung, dass das eben, dass ihr Gesicht, dass ihr Aussehen total scheiße ist und dass Sanji eben, ja, wie nennt man das, bedrückt sein sollte, dass das so ist und so weiter, versteht ihr? Also, Pudding ist ziemlich frech mit sich selber, muss man sagen. Also in Wahrheit muss man schon sagen, Pudding ist ja wirklich eine sehr liebe und ich bin mir sicher, daraus wird schon was Tolles mit ihr, ne? Trotz allem kommen wir jetzt mal auf den Punkt, genau, wir haben nämlich einen anderen Charakter bekommen, denn Pudding wurde nämlich auch angegriffen, denn ihr eigentliches Ziel war ja eigentlich, Sanji zu töten. Weiteres hat sie nichts zu tun gehabt, denn normalerweise ist sie eine Tochter von Big Mom, sie ist nur eine Tochter. Und jetzt mal ehrlich, das juckt Big Mom nicht und die anderen auch nicht, also ihre Geschwister. Denn dann kam natürlich der dritte Sohn von der Charlotte-Familie, und zwar nämlich Daifuku. Der Typ hat nämlich eine Teufelsfrucht und der ist ein Lampenmann. Also, ein Lampenmann, wenn ihr versteht, was ich meine. Natürlich hört sich das ziemlich bescheuert an mit der Lampenmann, aber der kann nämlich ein Djinn aus seinem Körper raus holen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ein Djinn, einen richtigen Djinn. Und dieser Djinn sieht eher so aus, als ob er wirklich Haki benutzt. Ich meine, wirklich Haki benutzt, ne? Wie Virgo, so richtig, ne? Vollkörper-Haki. Kann aber auch sein, dass das allgemein so aussieht, aber ich meine ja schon, dass das schon Haki-mäßig ist. Und Daifuku, muss man schon sagen, krasser Typ, ne? Ich bin mir nicht sicher genau, ob der jetzt wirklich gegen Sanji kämpfen wird, wer überhaupt wie gegen wen kämpfen wird, aber Daifuku hat Sanji angegriffen und dieser Djinn hat nämlich vor, auch Pudding zu töten, beziehungsweise der Bruder von Pudding will nämlich Pudding umbringen und Sanji lässt das natürlich nicht zu und hält ihn dann auf, aber diese Kraft von diesem Djinn ist wirklich super stark. Und Sanji wurde auf jeden Fall weggeschleudert und da muss man nämlich sagen, okay, ne? Das ist schon eine richtig krasse Sache, aber diese Zeichnung von diesem Djinn ist so richtig geil, ne? Also, Leute. Da hat sich Oda mal richtig wieder Geiles ausgedacht, muss ich sagen. Dass so eine Teufelsfrucht existieren kann. Ich meine, da merkt man wieder, was es für verschiedene Teufelsfrüchte es geben darf. Also, du kannst nicht einfach so sagen, nee, das ergibt gar keinen Sinn. Es kann immer Sinn ergeben, weil, Leute, Lampenmann,
und da kommt ein Djinn raus, der übertrieben mächtig aussieht. WTF, Leute, WTF, was ist denn das? Meine Fresse, ne? Und dann haben wir natürlich gesehen, dass Capone eben, der ist ja einer von Big Moms Leute, der darf ja nicht einfach so rumstehen und nichts tun. Somit hat er dann eben verschlossen, eben Ruffy eben erstmal als Geisel zu benutzen und ihn dann im Boden gedrückt, sodass es aussieht, dass er ihn dann töten würde. Das sollte nämlich so sein. Danach haben wir dann nochmal gesehen, dass eben Pedro gegen Ofen kämpft. Ofen ist genau genommen auch ein Sohn von Big Mom. Und ich meine, der vierte Sohn war, ja genau, der vierte, hier steht ja der vierte Sohn, und der hat die Hitzefrucht. Ich meine, das gab es schon einmal in einer Filler-Folge, aber wie gesagt, Filler ist nicht, gehört nicht zu One Piece richtig gesehen, im Manga. Deswegen, diese Hitzefrucht hat jetzt dieser Ofen hier. Kann auch sein, dass er die anders benutzt, denn auch wenn, denn Pedro kann, darf ihn nicht angreifen oder sonst was, denn wie man sieht, Pedro, es bringt nichts, es ist heiß anscheinend. Und dieser Ofen wird anscheinend Pedro besiegen wollen. Und ich denke mal, Pedro gegen Ofen, das könnte eigentlich sogar auch passen. Man hat ja gemerkt, wirklich starke Gegner hat man hier zu sehen. Jedenfalls hat man nochmal Brook gesehen, wie der Typ sich einfach in den Kopf abschlagen lässt, ne? Und dann einfach dieser Kopf zu Ruffy rollt und die beiden einfach dann so mittendrin lachen. Ich meine, Ruffy und Brook lachen sich, vor allem Ruffy, der lacht sich da tot in so einer Lage. Ich meine, deswegen liebe ich One Piece so sehr, Leute, ne? Deswegen mag ich das auch. Das ist einfach mega geil und da merkt man einfach, super Hammer. Jetzt geht's aber richtig ab, denn nämlich die ganzen Charlotte-Familie hat nämlich alle Knarren. Ihr kennt ja die Szene aus The Walking Dead, aus der Staffel 7, Folge 1. Da war das gleiche fast genauso, so dass alle da rumstanden. Aber, ihr müsst mal sagen, nämlich die alle haben so richtige Pistolen und ich meine, einer von ihnen, ne? Also alle sind dann so richtig mit Pistolen dran und haben dann die Pistolen hinter den Köpfen von der Windsmoke-Familie. Also jeder Einzelne. Und man merkt halt wirklich, wie krass das aussieht. Also man muss ja echt sagen, das sieht richtig scheiße krass aus. Ich meine, Reiju sollte auf jeden Fall gar nicht sterben. Und ich bin mir sicher, da wird keiner sterben, wenn vielleicht, kann vielleicht doch jemand sterben. Man merkt nämlich, falls hier das nämlich Sachen abgeben wird, die unglaublich sind. Denn, naja, ne, ich muss, wie soll man es erklären genau? Judge hat angefangen zu heulen. Also wirklich, der Typ hat richtig angefangen zu weinen. Denn das, was ihnen da fehlt. Man muss nämlich sagen, Judge ist ein Mensch, okay? Was aber unter den drei anderen geschieht. Sagen wir mal vier, aber die drei. Ich meine, Sanjis Brüder, die sind natürlich nicht menschlich. Das sind alles Maschinen. Also die wurden so erzogen. Und Reiju ist natürlich anders und die weiß, was da abgeht. Trotz all dem, die ist wirklich die Schlauere. Sie ist alt, sie weiß, was sie da tut. Trotz allem, die anderen sind eben keine Menschen, haben keine Gefühle und keine Angst. Die lachen sich da sogar fast so richtig tot und die wissen, dass das deren Ende ist. Und der Vater checkt einfach, was da wirklich gerade abgeht. Denn ehrlich, der ist der Einzige, der da anfängt zu weinen. Leute, das ist krass. Ne? Ich meine, der Typ, der wirklich die ganzen Mumm hatte, der Typ, der seinen Sohn verachtet hat, der heult da vorne rum, weil sein Traum zerstört worden ist. Ich meine, das war East Blue zu zerstören. Das ist, ja, na gut, er will jedenfalls nur die Rache eingehen. Und das ist schon mega krass. Was ich aber trotz allem hier nochmal gesehen habe, dass einer von den Personen, die nämlich auf einer der Windsmoke eine Knarre an den Kopf zieht, irgendwie aussieht, dass der Typ von den Sky Island kommt. Und das ist, finde ich schon witzig, ne? Einfach so, aber hier gibt es ja viele verschiedene Arten. Ich meine, da ist ein Roboter oder so und da ist eine Frau, die groß ist und da ist eine Frau, die irgendwie einen komischen Hals hat und da ist ein Typ, der ein riesiges Gesicht hat, also. Und da ist Spado, ne? Also, man muss schon sagen, Jedenfalls, ich bin mir sicher, dass auf jeden Fall die Windsmoke jedenfalls nicht so abtreten werden. Kann vielleicht sein, dass jemand überhaupt da verreckt. Man weiß es eben nicht genau, aber eins ist sicher, das wird ziemlich die Hölle sein. Denn ich will echt wissen, wie es dann weitergeht da, ne? Das muss man eigentlich ziemlich sagen. Da ist auf jeden Fall sehr viel passiert. Jedenfalls, dann kommen wir auch mal jedenfalls zum Schlusspunkt. Denn Katakuri hat nämlich vorgehabt, direkt zu Ruffy zu gehen. Und Capone hat dann irgendwie gemerkt, dass er Ruffy nicht mehr, sagen wir mal, benutzen muss. Also, um dazustehen, dass er Ruffy irgendwas antut. Denn jetzt beginnt die Sache wirklich. Denn Katakuri kann ja in die Zukunft blicken. Und so wie man das halt sieht, wie Katakuri wirklich ernst guckt. Denn Capone meinte, der Typ ist wirklich blass. Der Typ hat wirklich Angst anscheinend. Denn er sieht gerade eine Zukunft, die wirklich, wirklich nicht gut ausgehen kann für Big Mom. Und das ist nämlich der Punkt gewesen von Capone. Denn das zeigt nämlich, dass Katakuri jetzt wirklich Sache machen muss. Denn er muss anscheinend Ruffy besiegen, damit diese Zukunft nicht vorhersieht. Denn das ist nämlich dieses Problem, wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist nämlich mega, 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 mega krass. Also Leute, ohne Scheiß, ich muss ehrlich sagen, Hammer, Hammer, Hammer Ding hier. Ruffy nimmt auf jeden Fall nochmal das Foto von Karamell und will das nochmal Big Mom zeigen, damit halt Big Mom richtig ausflippen wird. Und das zeigt auf jeden Fall alle Scheiße hinaus. Ich muss ehrlich sagen, Capone zeigt wirklich gerade eine richtig gute Leistung. Brook hat einen richtig geilen Humor bekommen, diesen Scheiß Chapter mal wieder. Und
Man muss schon sagen, Ruffy ist einfach wieder ganz, ist einfach der ganz normale, ne? Und was mit dem Windsmog passiert, wer weiß, ne, was da wirklich am Ende passiert. Wer wird dir helfen? Anscheinend, wenn das hier alles wirklich klappt mit dem, was Capone wirklich plant, dann sind die Windsmog gerettet und nichts wird passieren. Aber ob das alles wirklich so klappt, wie man es will, das ist eine gute Frage, ne? Denn irgendwie klappt wirklich gerade alles nach Plan und es funktioniert gerade wirklich. Das ist ziemlich beängstigend. Hoffentlich hat euch doch die Review gefallen. Wenn ja, zeigt so bitte mit dem Daumen nach oben. Ich zu meinem Teil sage auf jeden Fall ab, noch einen schönen Tag. Mach's gut, bis bald und ciao.